Hallo meine Lieben, ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal und ich habe heute ein kleines Tutorial für euch. Und zwar mache ich wieder mal ein Buch, aber ein Buch in einer ganz anderen Form und Version. Und zwar geht es da um so Strips. Die Vorlage, die kann man sich mit Excel erstellen, nur ich komme da leider nicht mit zurecht, weil ich noch kein deutsches Tutorial dafür gefunden habe. Vielleicht kann sich da mal einer erbarmen, der vielleicht eventuell mein Video schaut und könnte da mal ein Tutorial in Deutsch machen, weil da gibt es sehr viele in Englisch. Und da ich die Sprache nicht verstehe, kann ich mit den Tutorials nichts anfangen. Es wäre sehr nett, wenn das einer sieht auf meinem Kanal und würde dafür ein deutsches Tutorial machen. Da würde ich mich sehr freuen. Ich habe diese Vorlage hier, mit dem ich jetzt das Buch mache. Das heißt, das nennt sich Fotobook Strip Art. Und zwar werden aus einem Foto, das man sich dann mit Excel erstellt, das sind dann einige Seiten, die man ausdrucken muss, da kommt dann so eine Seite, die man dann in so kleine Streifen schneidet. Die Vorlage, die ich da jetzt mache, ich glaube, die hat, einen Moment, muss ich mal kurz schauen, 11, 12, die hat 13 Seiten. Wie gesagt, wenn da jetzt zufällig einer das Video schaut und kann damit umgehen und wäre so lieb und würde dann dafür ein Tutorial machen. Ich habe diese Vorlage aus einer englischen Gruppe in Facebook gefunden. Und die habe ich mir ausgedruckt und da habe ich auch schon mit dem Buch angefangen. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Jetzt zeige ich euch erstmal hier, dass das immer so kleine Streifen sind oder Strips, wie man sie nennt. Fotostrips. So. Das dient ja jetzt nur mal zur Demonstration mit den Streifen. Ich habe mir hier schon eine ganze Menge geschnitten. Die kommen jetzt noch oben drauf. Mal
Ich muss schauen, 33. Ich lege mir das dann immer so nach der Reihe da drauf. Nee, das war jetzt doch 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 257 und 259 ist das die Seite. So, und diese Streifen, die nimmt man dann und faltet diese so in der Mitte, dass das dann so ausschaut. An beiden Seiten. Dann geht man her, dann habt ihr das Buch und ihr habt das dann auch schon mal mit der Klemmschiene hier umgefaltet, wie ich das schon mal gezeigt habe, wird das so gemacht. Wird die Seite dann umgefaltet. Und da habe ich mir schon einige vorgemacht. Und dann geht ihr her und nimmt den Strip oder den Streifen, faltet ihn hier oben um, dass das so aussieht. So. Dann geht ihr her und setzt ihn hier oben an, in die Kante. Geht mit dem Finger nach unten, macht hier unten das rum, wird auch umgefaltet und dass es auch in der Faltung sitzt. Und dann schlagt ihr das so um. So, dann mache ich meinen Buchständer hoch, klappe das hoch und stecke das da ein. Und dann geht es zur nächsten Seite. Also das wird wieder umgefaltet, das habe ich aber alles schon gemacht hier, sind die fertigen und die muss ich dann noch alle umfalten, die ich jetzt da geschnitten habe. Dann klappt ihr das wieder in der Mitte. So. Geht zu der Buchseite, steckt das hier oben ein. Fahrt mit dem Finger dran vorbei, macht es richtig in die Kante, schiebt es nach unten, faltet es um, knickt das hier unten um und faltet das auch um. Dann mache ich meinen Buchständer wieder hoch, schiebe das wieder hier hin, mache den wieder runter und dann kommt die nächste Seite. Also es ist immer das ein und selbe, was ihr, den ein und selben Handgriff, den ihr machen müsst. Den Streifen in der Mitte falten, dann das hier falten, dass man das hier in die Buchseite einführen kann. Ist das, geht ihr mit dem Finger runter, streicht das alles glatt, schiebt es nochmal richtig ein und dann faltet ihr das hier unten um und faltet es hier um. So, und mache ich wieder meinen Buchständer hoch. Immer das ein und selbe Prinzip. Ich habe mir das alles jetzt schon vorgearbeitet, dass ich euch das besser zeigen kann und dass es schneller geht, dass es nicht so lang dauert.
Dann mit dem Finger so hier runterfahren, umknicken, alles schön straff machen. Hier rein, Finger, mit dem Finger runter, umknicken. Hier und das nochmal schön hier an die Kante hier umknicken und hier umknicken. Und das ist der ganze Spaß. Ja, und wie gesagt, wenn einer mein Video schaut und kann gut mit Excel umgehen, würde ich mich freuen, wenn er dazu ein Tutorial machen würde. Weil es gibt schon einige Gruppen, aber alles in Englisch. Ich habe es noch nicht in Deutsch auf YouTube gefunden. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, meine Lieben, das wollte ich euch zeigen. Und wenn das Buch fertig ist, mache ich ein kurzes Video zum Schluss. Dann sage ich bis dahin. Sind dann diese drei Blätter noch und dann sehen wir uns, wenn das Bild dann fertig ist. Bis dahin.